Veranstaltung. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind und möchten alle begrüßen. Vielfalt und ein Sie vertreten, wunderbar. Uns geht es darum, dass man intimer etwas in der Macht der Wahrscheinlichkeit nicht immer gegeneinander, deswegen haben wir auch eine Veranstaltung von den zwei Clubs ÖVP, dem Grünen Club gemeinsam organisiert. Wir haben den Segen von ganz oben bekommen von Josef, nicht wahr? Genau. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie wir es wieder zu Stadtdenken gekommen sind. Ja, vielleicht ist es bekannt, Parlamentssitzungen sind sehr lange, von 9 bis Mitternacht, und oft setzen wir uns zusammen zu einem sogenannten Schultisch und besprechen gemeinsam Dinge und tauschen uns aus. Und irgendwann ist diese Idee entstanden, aber das erzählst du jetzt, ja? Die Entscheidung, die gemeinsame Aschermittwochrede zu halten, mit dem Schwerpunkt Behindertenpolitik, aber auch, dass man einmal darüber redet, die Behinderungen in der Politik. Jetzt kannst du eigentlich mal durchgehen. Ganz genau. Und jetzt möchte ich gerne das Programm begrüßen. Möchte ich zuerst die Musikgruppe hinten. Das ist eine Schülergruppe von der Gehörlosenschule. Und ein Sänger ist auch dabei. Wundern Sie sich, was Sie machen als Sängergruppe. Und zwar singen Sie, müssen Sie sich vorstellen, die Bundeshymne in Gebärdensprache. Also man kann auch Musik in Gebärdensprache machen. Sportveranstaltungen sieht man ja oft. Die Fahnen und die Hymne am Anfang, und Sie machen Gehörlose, drehen Däumchen und schauen in die Luft. Auf der Homepage wurde bereits auch eine Übersetzung der Hymne gebracht. Man kann also sehen, es gibt Möglichkeiten, live hier jetzt diese Hymne zu sehen. Viel Spaß! Thank you.
zum ersten Mal gesehen in den Lernspannen? Ja. Das Thema heute, Aschermittwoch, ist bekannt, nicht? Hat politischen Charakter, da wird geredet, politisiert in Bierzelten, Bierdunst. Ja, das ist ein bekanntes Bild. Allerdings Aschermittwoch hat eine ganz andere Tradition, eine christliche Tradition. Palmzweige werden vom Vorjahr, die getrocknet sind, eben verbrannt. Asche wird an Gläubige auf die Stirn gekreuzt. Das ist also die religiöse Geschichte im Hintergrund. Diese Veranstaltung hat weder den einen noch den anderen Charakter. Franz Josef Meinig, mein Kollege und ich, haben den Wunsch, einen politischen Aschermittwoch der anderen Sorte zu machen. In der Religion denkt man oft an Vergänglichkeit, Umkehr, man wird aufgerufen zu umkehren, das ist ein traditioneller Zugang. Was wir wollen, ist, sie alle zur Umkehr aufzurufen, zur Umkehr im Umgang mit behinderten Menschen. Wir rufen auf, ganz besonders die politischen Kollegen und Kolleginnen, die Medienvertreter und Vertreterinnen, die Bevölkerung. Unser Ziel ist es, Umkehr im Umgang mit behinderten Menschen aufzurufen. Vielleicht ist es bekannt, in der katholischen Kirche wird gesagt, beim Kreuz gehen, bekehret euch, glaubt an das Evangelium. Wir sagen das nicht. Wir sagen, bekehret euch, glaubt an die Fähigkeiten von behinderten Menschen aufs selbstbestimmte Leben, auf Gleichberechtigung, Fähigkeiten und Vielfalt und die Förderung. In den Bereichen der Gesellschaft, auf Alltagsthemen, in aller Form soll es möglich sein. Behinderte Menschen sollen nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis klein gehalten werden kommen. Das ist nicht das Ziel. Wir wollen alle gemeinsam diese Denkmuster, die tradierten Denkmuster aufbrechen und neue Perspektiven, neue Blickwinkel ermöglichen. Das medizinische Modell sagt, Menschen mit Behinderung haben ein Handicap. Die medizinische Perspektive ist vielleicht nicht allseits bekannt. Ich möchte das kurz aufklären. Ein Beispiel: Treppen. Ein Rollstuhlfahrer. Auf der medizinischen Perspektive sagt man, tut mir leid, behinderter Mensch, Sie kommen nicht hinauf, wir können nichts machen für Sie. Das wäre die medizinische Perspektive. Ein gehörloser Mensch im Fernsehen zum Beispiel, der nicht untertitelt wird, tut mir leid, Sie verstehen nichts, ich kann nichts machen. Dieses müssen wir aus unseren Köpfen nehmen. Unsere Sozialperspektive kommen, die schaut so aus. Treppe, behinderter Mensch, tut mir leid, nein, danke. Wie können wir diese Lösung erreichen? Durch eine Rampe, einen Aufzug. Im Fernsehen Gebärdensprache-Einblendungen oder Untertitel für gehörlose Personen einbringen. Und das möchte ich, diese ganzen alten Denkmuster, aufbrechen und hier bei dieser Veranstaltung in Ihre Köpfe bringen. Ich frage Sie, was bedeutet Behinderung? Wie sehen Behinderungen aus? Wer ist richtig behindert? Auffällig ist jemand im Rollstuhl. Ja, er ist behindert. Oder ein blinder Mensch mit einer Armbehinderung, mit 3 Punkten und Blindenstock. Ja, er ist wirklich behindert. Ich bin nicht auffällig behindert. Was ist eine richtige Behinderung? Unter uns gesagt, man sagt mir manchmal nach, ich sei gar nicht richtig behindert. Es gibt also ganz viele Arten von Behinderung. Nicht nur Rollstuhlfahrer, nicht nur Gehörlosigkeit, nicht nur Kontergangschädigung, Menschen mit Down-Syndrom, Menschen mit Lernschwächen, Schwerhörigkeit, CI, alles was es gibt. Und dann sagt man, jeder in einer Behindertengruppe hat andere Bedürfnisse, das ist sehr mühsam. Manche Menschen wünschen sich das Leben global einfach zu gestalten, natürlich. Aber so ist es einfach. Behinderung hat verschiedene Gesichter. Es gibt eine Vielfalt und man muss sich an das anpassen und das akzeptieren, was besteht. Ja. Es gibt manche Situationen, behinderte Positionen, wo man sagt, naja, da gehörst du hin. Zu diesem Thema möchte ich jetzt nicht kommen, mein Kollege wird es dann mit Ihnen besprechen. Unser Ziel ist es,
Menschen einzubeziehen, politisch, gesellschaftlich und hier teilhaben lassen. Liebe Kollegen, Kolleginnen, Sinn ist es, liebe Österreicher und Österreicherinnen, bekehrt euch, damit wir Barrierefreiheit in der Welt gewährleisten können. Ich rufe auch bildende Menschen auf. Bekehrt euch, glaubt an euch, nicht klein machen lassen, nicht anpassen, nein, Positives zeigen, Diskriminierungen aufzeigen und positive Beispiele aufzeigen. Stark nach außen gehen. Wichtig ist es auch, positive Vorbilder zu zeigen. Was können wir alles? Sichtbar machen, nicht verstecken. Kunst, Kultur, Politik, Medien, alles ist möglich. Wichtig ist es auch, dass wir uns reduzieren lassen auf ein berührendes, verführendes Grübelchen. Moin, und so lieb und so süß, zu Tränen rührend. Nein. Helmut Qualtinger hat ein Lied geschrieben, das Krüppellied, das wird heute noch gebracht. Und ich finde, das trifft es am allerbesten. Die armen, lieben, rührenden Krüppelchen. Wenn wir das akzeptieren, wenn schon Krüppel, dann sagen wir, wir sind starke, mutige Krüppel, oder? Almosen, von denen wollen wir nichts mehr. Wir wollen Rechte. Die UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen ist noch nicht komplett umgesetzt. Es ist wirklich eine Schande für diesen Rechtsstaat. Wann es soweit sein wird, bis 2020 wird verhandelt. Einige Dinge kann man schnell umsetzen. Artikel 19, der besagt persönliche Assistenz, Ziel ist es, unabhängige Lebensführung zu haben. Oder Artikel 9, an den Universitäten Zugang zu haben. Beispiel, Barrierefreiheitsumbau wurde verschoben. Kurzfristig wurde auch die Familienbeihilfe reduziert. Ach, ich möchte da gar nicht so weit ins Detail gehen. Ziel soll es sein, konkrete Teilschritte umsetzen zu können. Und dafür brauchen wir den politischen Willen. Eine Information hier, die Politik schaut manchmal auch auf Stimmen und Quotenfang. Wie komme ich zu meinen Stimmen und ob das moralisch vertretbar ist, möchte ich einfach nur hinten in Frage stellen. Quotenfetischismus ist hier in Österreich ein anderes Thema. Wie viele Behinderte gibt es? 1, 2, 5, sind es 10? Wie viele Menschen mit Behinderungen leben? Es sind 1,6 Millionen Menschen mit Behinderungen, die hier leben. Das ist wirklich keine kleine Antwort. Das ist eine sehr große Gruppe. Und was man nicht vergessen darf, ist auch die demografische Entwicklung, die hier ganz klar sieht, wir werden immer älter. Neue Themen von Behinderung sind nicht von Relevanz. Wenn wir die Stimmen, die Wählerstimmen anschauen, wird es auch immer wichtiger. Ja. Lassen wir das für sein. Apropos Demografie. Statistik besagt, Lehrerinnen werden immer weniger, die Pensionswelle steht vor der Tür. Was tun wir? Da wurden viele Überlegungen angestrengt. Postenversetzung, eines hat man vergessen. Behinderte Menschen könnte man da in den Lehrberuf bringen. Das Problem dabei ist allerdings die Hochschulzulassungsverordnung. Da steht drinnen, Stimm- und Sprechleistung muss geprüft werden, körperliche und motorische Eignung. Und das widerspricht dem Wiener Gleichstellungsgesetz von 2006. Andere Themen sind bereits gesetzlich verändert. Dieser eine Punkt allerdings auch nicht. Sollte verhandelt werden, ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich sehe das im klaren Widerspruch, das muss man ja auch sehen. Ich selbst bin Abgeordnete im österreichischen Nationalrat, darf meine Reden halten, aber ich dürfte angeblich nicht in österreichischen Schulen unterrichten. Sie sind alle Zeugen, es ist auch ein krasser Widerspruch. In Österreich ist das momentan möglich. Behinderten Menschen kann man alles zutrauen. Sie können auch mit Kindern optimal umgehen. Kinder kann man optimal fördern. Inklusive Bildung ist dafür auch ganz wichtig. Was soll inklusive Bildung sein? Das, was Menschen brauchen, soll sie bekommen. Der eine braucht persönliche Assistenz, andere braucht ein spezielles Lernmaterial, der andere braucht Kommunikationsstützung, andere braucht Zugang zu Gebäuden. Da gibt es ganz viele verschiedene Bedürfnisse. Man kann es nicht auf eine Gruppe reduzieren. Wir brauchen
eine positive Gesellschaft, die auch einen Horizont der Vielfalt berücksichtigt und im Umgang mit Menschen mit Behinderungen aufwächst, um hier auch optimale Sozialkompetenzen entwickeln zu können. Deswegen rufe ich nochmal auf, tut Buße, kehret um. Behinderte Menschen sollen auch hochwertige Ausbildungen erreichen können und ganz normal teilhaben können im Leben. Jeder weiß, es gibt Barrieren. Ich meine, jeder weiß, wenn er eine Barriere hat, was er eine hat, man braucht ihn nicht extra noch darauf hinweisen. Gut, ich möchte doch noch was Politisches sagen. Vielleicht eine Erheiterung zum Schluss. Ich mache keine Faschingsscherze, ganz ehrlich nicht. Man weiß, Fasching ist ja schon vorbei, heute ist Aschermittwoch. Ich möchte Umgang von politischen Kollegen mit mir und Dolmetscherinnen aus meinem Leben einen Schwank richten. Darf ich ja? Interessiert Sie? Ja? Also, zum Beispiel. Ich habe eine Kollegin angerufen, Helene Jammer, ich hätte gerne zu diesem und jenem Zeitpunkt einen Termin ausgemacht. Wie können Sie mich anrufen? War die Antwort. Sind Sie jetzt gehörlos oder schwindeln Sie und sind gar nicht gehörlos? Anderes Thema. Kollegin, Sie ist gegenüber. Ach, Entschuldigung, das Telefon läutet. Die Kollegin schaut mich an und sagt, was? Wie hörst du das Telefon läuten? Du bist doch gehörlos. Ganz einfach, ich habe eine Gebärdensprachdolmetscherin, wir sind deine Ohren und Stimme. Informationen, kulturelle Informationen, Zwischenrufe von Leben. Das Telefon klingelt, jemand ist an der Tür, ein Kollege rülpst, wie auch immer. Es gibt Dialekte, die gebracht werden von Dolmetscherinnen. Das sind Zwischeninformationen. Haben Sie das alles gewusst? Bei einer anderen Veranstaltung war ich eingeladen, die Podiumsdiskussion. Wir haben alles vorbereitet, Mikrofon, es wurde alles pikkobell vorbereitet. Wir sind bereit für Sie. Ich komme hin. Und wo ist der Platz für die Dolmetscherin? Neben Ihnen natürlich. Was neben mir? Ja, natürlich, das passt ja ganz gut. Was soll sie denn neben mir? Wie soll ich denn um die Ecke auf die Gebärdensprache schauen? Ich muss ja die Sprache verstehen.